Moin, ihr Füchse da draußen und willkommen zurück hier im Fuchsbau. Ich bin der Blaufuchs und begrüße euch recht herzlich zurück zu Gothic 3 in der Enhanced Edition. Im letzten Part haben wir den ersten Feldherrn besiegt und dann bin ich ein bisschen zu gierig geworden. Zum Glück speichere ich ja jetzt immer sehr oft zwischen. Das heißt, wir laden erstmal, wo wir aufgehört haben und müssen uns noch um zwei, drei Orks kümmern. Dann haben wir den ersten Feldherr von Vieren fertig. Das ist schon ziemlich abgefuckt, was hier gerade passiert. Also, schauen wir mal. Okay. Warum haust du mich? Was ist dein verficktes Problem? Was? Also irgendwie die roten Rebellen haben keinen Bock mehr auf uns. Ich habe keine Ahnung warum. Scheiße, nicht mal Gold dabei. Es wird erstmal gegessen. Dann werden die restlichen Orks noch fertig gemacht. Ich habe wohl irgendwie aus Versehen Rebellen angehauen, deswegen sind die jetzt aggro auf uns. Okay, er will sich nicht mehr von mir hauen lassen. Ich stehe auf diese ganze Scheiße. Ich versuche mal ein bisschen mehr aus Distanz zu machen. Wenn ich denn treffe. Womit denn? Ah, da muss auch erstmal was treffen hier bei dem Chaos da. Also. Was ist nun los? Hab jetzt wieder einen Rebell umgebracht? Ach, scheiße, Alter. Also es ist leicht unübersichtlich hier. Okay. Oh, da ist der Feldherr, da ist der Feldherr. Okay, der Feldherr ist schon mal dead. Bin ich gut oder bin ich gut? Der Beste, der Beste. So, Feldherr Bratak ist tot. Warte, Feldherr Bratak lebt noch? Glaube ich? Nee. Nee, Feldherr Bratak ist tot. Okay, zwischenspeichern. Es gibt aber noch diesen Schaman, glaube ich, der lebt noch. Um den sollten wir uns auch noch eben kümmern. Oder ist der auch weg? Ah, fick dich, Alter. Boings. So, Schamane weg. Waffenbündel, Waffenbündel. Jetzt wird erstmal gelootet, Leute. Jetzt wird erstmal gelootet. Das war nicht ohne. Okay, hier ist aber sonst nichts Wichtiges mehr. Gucken wir uns mal den Rest dieses Stadtbezirkes um. Vorsichtig, nicht zu weit raus. Lehnen, vor allen Dingen, weißt du... Da hast du einmal aus Versehen so einen von deinen Kollegen gehabt und die hätten hier am besten immer auf immer freundlich stehen sollen. Weil in so einer Schlacht passiert das halt mal, dass man auch mal seine eigenen Leute trifft. Aber dann drehen die komplett ab und hassen dich alle. Das ist natürlich dann auch ein bisschen scheiße, vor allem wenn man gerade dann im Krieg ist sozusagen hier. So, jetzt wird erstmal gelootet, was das Zeug hält. Denn hier haben wir einiges an Orksen umgebracht. Und natürlich wollen wir auch all ihre Waffen mitnehmen. Jetzt habe ich's. All ihre Wachen. Muss man nicht verstehen. So, hier ist der schwebende Kackehaufen. Das kennt man ja. Ja, bei so einer großen kaputten Stadt, da wird auch nicht mehr jedes Objekt super genau hin platziert. Man muss sich auch mal entspannen, ne? Okay. Armbrust, Ork, Abfall, noch mehr Abfall. Ein dicker Zweihänder. So, dich nehmen wir noch mit und dich nehmen wir noch mit und dich und dann wirst du gelootet und Waffen und noch mehr Waffen. Eieiei. Erstmal über die Orks rüber weghuvern, dann haben wir das erstmal und dann können wir ihre Waffen einsammeln. Alter Schwede. Das Schlimme ist, gerade eben hatten wir noch Hilfe, gleich müssen wir den Rest alleine machen, das wird eklig. Das war ja erst der erste von vier. Das wird widerlich. Das wird einfach nur widerlich. Okay, aber wir kriegen das hin. Okay, den ersten Feldherrn haben wir damit erledigt. Ich würde sagen, wir machen uns vorsichtig sehr vor... Vielleicht waren es sogar schon zwei. Guck mal, hier ist nämlich auch ein dickes Haus. Wenn das hier auch als Feld... Wobei, ich habe nur einen Feldherrn gesehen.
Und da kommt man offensichtlich nicht so wirklich rein hier in das Gebäude. Obwohl ich da innen Interieur sehe, dann ist es wohl das da. Ne, okay. Das ist das Startlager sozusagen. Gut, dann speichern wir wieder zwischen und machen uns mal ein bisschen weiter auf, rein. Vorsichtig, langsam, nach und nach vor allen Dingen. Wir wollen es nicht übertreiben und immer wieder zwischenspeichern. Das ist das A und O jetzt. Okay, let's do this. Buff. Dem hast du's gezeigt. Rennt doch straight weiter auf mich zu, weißt du? Oh nein. Nein, 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 nein. Jetzt haben wir die Todesspannanimation. Okay, warte. Let's go. Okay, so warte, kurz was essen. Das wird jetzt lustig. Wir werden uns so vorsichtig vorarbeiten müssen. Das hilft nichts, Leute. Ach Gott. Die Todesspannanimation, wir hatten sie. Ich dachte, sie wäre weggepatcht, aber offensichtlich gibt es sie noch. So, ich kümmere mich erstmal darum, dass er weiterleben darf. Ich hab's immer noch drauf. Aber sowas von. So, warte, jetzt gehen wir vorsichtig gucken. Hier scheint gerade keiner zu sein. Nimm ruhig mal einen Aal mit. Ich habe ja schon viel erwartet, aber das ist schon ein bisschen eklig jetzt gerade. Abgebrochen. Vor allem, wenn wir nachher dann die Ortschaften von den Orks erobern, sieht es ja ähnlich aus, ne? Da werden wir ja ähnlich viel Spaß haben. Waffenbündel, Waffenbündel, nimm man ruhig mit. So, vorsichtig schauen. Hier sieht man zumindest keine Orks mehr. Fürs Erste nicht. Und hier waren wir ja schon. Okay, nee, alles gut. Wir kommen langsam und gemütlich voran. Einer der größten Anstürme haben wir wohl erledigt. Da ist noch einer. Der muss erstmal wegfindungsmäßig hierher finden. Das wird schon schlimm genug werden für ihn. Ah, nee, er hat einen Weg gefunden. Scheiße. Ich komm dir zur Hilfe. Lass dich doch jetzt nicht fertig machen von dem. Ich speichere auch lieber erstmal zwischen. Ich habe wieder so viel gelootet, das wollen wir nicht verlieren. Hallo! Lalala. Bin ich gut oder bin ich gut? Der Beste. Sonst wärst du nicht an meiner Seite. Das habe ich dir doch gerade schon erklärt. Du brauchst das nicht immer anzweifeln. Wir machen das. We moken that. So, jetzt gucken wir mal vorsichtig. Hier geht's ja raus. Okay, hier ist nichts. Ich bin mal gespannt, wann wir diese Barriere auflösen. Wo sollen denn die anderen Feldherren sein? 5 Stück oder so sollen das auch sein. Ich habe jetzt einen. Scheiße. Okay, let's go. Das läuft schon wieder nicht gut. Weg, weg, weg. Rennen. Erstmal rennen. So. Noch weiter rennen. Kannst du dir mal mit 8 Sternen einen Trank reinziehen? Perfekt. Scheiße. Wenn wir auf den Boden fallen, dann haben wir echt ein Problem. Nein, was machst du denn jetzt? Du musst kämpfen, Junge. Nicht während des Kampfes. Was macht er denn? Was macht er denn? So, warte. Wir haben hier gerade eben einen neuen Bogen eingesammelt. Ich will nur gerade gucken. Der sah nämlich echt gut aus. 70. Yep, der ist gut. So. Oh oh. Bring. Oh, George ist tot.
Wieso macht er denn überhaupt keinen Schaden, Alter? Oh, scheiße, Leute. Okay, also er kann tatsächlich sterben. Er sollte natürlich nicht sterben. Gut. Let's go again. Here we go again. Wir kümmern uns jetzt nochmal wieder um den Schamanen. Der muss als erstes weg. Der eiert zu viel mit Magie durch die Gegend. Das ist nicht gut. Das ist nicht gut. Laudin, Laudin, Laudin. Das ist aber auch ein Mess hier, ey. Alter Schwede. Okay, warte. Bleib stehen, Mora. The Schamane is dead. Dem hast du's gezeigt! Da ist der nächste. Ich hab's immer noch drauf. The next Feldherr is dead. So, kurz Fleisch essen. Noch mehr Fleisch essen. Zwischenspeichern. Oh Gott, das sind so viele. George, wie geht's dir? Erhol dich mal bitte wieder. Du hast gerade ordentlich einen auf den Deckel gekriegt. Das ist nicht gut, weil ich habe gesehen, wenn ich dich, wenn du stirbst, geht ein Quest verloren. Und das wollen wir natürlich nicht. Wir werden dich sicher zum König bringen oder wo auch immer du hin wolltest. Wir machen das. Ich verspreche es dir. Okay. So. Ich sehe da hinten schon die nächsten Orks. Aber wir machen das gemütlich. Wir machen das ganz gemütlich in aller Ruhe. Jetzt gehen wir erstmal hier hoch. Gucken, was man hier noch so looten kann. Nicht viel. Alles klar. Dann ist das unser Safe Space jetzt. Zwischenspeichern. Und die nächsten Orks beschießen. Best mit der Armbrust. Uff. Dem hast du's gezeigt! Bleib stehen, Mora! Der Kampf wird nicht lange dauern! So, kommt mal her hier. Wir werden sie weiter hierher locken. Das ist eine gute Position für uns. Komm her. Komm her. Solange es nur einer ist. Kein Problem. Aber ich glaube, es ist nicht immer nur einer. Da kommen jetzt mehr. Es wird, werden mehr, es werden mehr, es werden mehr. Wenn ihr so nach und nach da angeeiert kommt, kann ich damit leben. Wo rennst du denn jetzt hin? Nein, 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 nein. So wollten wir das ja nicht machen. So war das ja gerade nicht gedacht. Bin ich gut oder bin ich gut? Der Beste, hast du jetzt gerade den Anführer umgeeiert oder den Schaman? Du hast einen Schaman weggemacht. Nice. Nice, nice. Okay, erstmal das Pult lesen. Wir müssen uns erstmal ein bisschen bilden, bevor wir hier weitermachen. Hier steht was über Alchemie. Das ist gut, das können wir immer gebrauchen. Lalala. Aber ihr seht, der Kampf gegen die Orks hat begonnen. Und bis jetzt sieht es ganz gut aus. Mit gut ein bisschen mal laden und so. Aber es geht. Wir kriegen das relativ gut gebacken eigentlich noch dafür, dass wir hier einer Übermacht entgegentreten. Zu zweit. Weil die anderen Leute auf einmal aggro auf mich waren, weil ich denen ein bisschen mein Schwert ins Gesicht gehauen habe. Aber so schlimm ist es doch nun auch nicht gewesen. Ne? Aber es hat gereicht, um sie matt auf mich zu machen. So. Eben nochmal wieder looten hier. Dann speichern wir mal quick und dann locken wir die nächsten an. Das dürfte nämlich dann schon der vierte sein. Spare. Gib mir all dein Geld. Und dann arbeiten wir uns mit großen Schritten dem König entgegen. Da bin ich ja mal gespannt, was der so berichtet. Was haben hey denn hier noch so? Noch eine Kiste, das ist doch gut. Mach mal auf, das Ding. Noch ein Bogen. Oh, das ist aber nicht so gut. Der, den wir jetzt haben, ist gar nicht so schlecht. Sieht auch nicht so schlecht aus. Da ist noch eine Kiste. Hier wurde wohl mal Teppiche gewebt, offensichtlich. Die Weberei des Örtchens wieder quicksafen. So. Du. Okay. Ich lock die mal wieder an. Mit meiner Armbrust. Und puff. Oh, scheiße. Den kriegen wir noch. Bam. Lalala, wo rennst du denn hin? Ey, Speer, hallo. Ich bin hier.
Ich hab's immer noch drauf. Was hängst du denn da hinten rum, Alter? Was machst du da hinten? Oh Mann, ey. Wieder bin ich alleine auf mich gestellt, weil mein Typ zu dödlich ist. Egal. Hallo. Ich schieß mal ihm in den Kopf. Das wird ihm sicherlich nicht gefallen. Oh, höher. Wir müssen auf jeden Fall höher. Noch ein bisschen höher. Aber geil, wie das wegflippert, ey. Yo, there we go. Ihr könnt ruhig näher kommen. Oh, scheiße. Ich tue euch ein bisschen weh. Die haben keinen Bock näher zu kommen. Na gut, okay, dann müssen wir da eben hoch. Hilft nichts. Wir werden uns jetzt mutig da hochbegeben und einfach das Beste hoffen. Los geht's, einfach rennen und draufhauen. Ich mach euch fertig. Okay, wo sind die jetzt hingerannt? What the fuck? Hallo, ich bin in eurem Haus drin, ihr... Hallo? Okay. Wir sind einfach eindeutig zu doof. Ich bin hier. Die verarschen mich. Wo rennt ihr denn hin? Die rennen gleich aus der Kuppel raus oder so ein Scheiß noch. Okay, wir schnetzeln uns durch die Ochse. Also der eine Anführer hat sich irgendwie jetzt davon gebackt. Ich habe keine Ahnung, wo der hin ist. Wahrscheinlich in diese Richtung, wo jetzt auch der andere ist. Ich glaube, der ist einfach zu seinem Kollegen hingebackt. Er dachte einfach, scheiß drauf, ich krieg das nicht hin, ich fahre jetzt einfach zu dem hin. Kann man natürlich machen, why not? Okay. Armbrusten wir mal wieder. Er trinkt da unten so gemütlich. Puff! Puff! Okay, let's go. Kommt ruhig her. Einer nach dem anderen. Hier hoch. Oh, scheiße. Diese Brücke. Treppe. Oh, nein, 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 nein. Die Treppe hat mir einen taktischen Vorteil gebeten. Da bist du ja wieder. Oh, oh. Er armbrustet. Ja, vergiss es. Eben kurz was essen, dann komme ich gleich zu dir. Warte kurz. Die Musik hat sich auch nochmal wieder zurückgesetzt. Dö. So. Let's quick save. Ich wette, der ist sogar durch den Ausgang da rausgeschubbert, der Typ. Oh, macht mal. Zum Glück sind das nur Speer, die können nix. Noch mehr Speer, noch mehr Speer. Da ist der nächste Anführer Mowgli. Oh, scheiße, der Schamane. Wir müssen in Deckung gehen. Okay, wait a second. Wait a second, wir trinken jetzt erstmal eben was Schnelles. Acht. So. Safen kurz zwischen. Und versuchen dann noch den Schamanen umzuknolzen. Wo ist der? There we go. Schamane ist dead. Jetzt müssen wir ja nur noch den letzten Mowgli finden. Der 100 Pro einfach sich aus dem Gebiet rausgebackt hat. Ich sag euch das. Der ist einfach weggefahren. Der ist einfach weggerannt, der Typ. Dann ist er vielleicht hier drinne? Was denn? Wo bist du denn? Scheiße. Das glaube ich auch, aber... Oh, Kacke. Ich muss weg. Scheiße. Ich hoffe, ich habe gerade gespeichert. Nachdem ich den Schamanen umgebracht habe. Wahrscheinlich nicht. Scheiße. Den müssen wir nochmal umbringen. Da sind noch mehr. Ich dachte, wir wären schon am Ende, aber nein. Da sind noch mehr. Oh, cool. Der Hahn kräht auch schon. Ist gut, Hahn. Dann bringen wir jetzt eben noch den Schamanen um. Dann speichern wir erstmal zwischen, denn dann ist der Part vor heute erstmal zu Ende. Aber den Schamanen lassen wir nicht leben, das geht nicht. Da ist der Kriegsherr, glaube ich, weil den bringen wir auch noch um. Komm her, du Arsch. Ja, da ist er doch.
Siehst du, haben wir den Feld ja auch noch geschafft. Gut, dann machen wir jetzt an dieser Stelle erstmal einen Break. Ich bedanke mich bei euch fürs Zusehen. Hoffe, ihr hattet soweit ein bisschen Spaß. Wenn euch das Ganze gefallen oder nicht gefallen hat, lasst uns ein Däumlein da. Kommentare und Feedback natürlich immer gerne unter Video posten. Und ansonsten sehen wir uns dann im nächsten Part wieder. Bis dahin, euch viel Spaß beim Zocken. Tschüss, euer Blaufuchs.